Willkommen, meine Lieben, im nächsten Match hier. Eine schöne Challenge hier. Ich gehe mal rüber zu einer HD und dann kann er mal erklären, was die hier machen müssen. HD, ich bin hier. Ja. Hi. Hi. Du hast dir das gut überlegt gegen die? Ich hab Bock. Ich bin so... Also ich hab ja als Vorgeschichte, ich hab 20 Minuten insbesondere mit Bloody diskutieren müssen, dass wir dieses Spiel machen. Weil die haben alle gesagt, ach HD, du wirst ja in den ersten 5 Minuten getötet oder in den ersten 10. Und ich denke, ich werd die jetzt hier ganz schön kalt machen. Ich hab da ja Bock drauf. Ich hab so richtig, richtig Bock da drauf jetzt. Ja, du expandierst ja auch so richtig schön, ne? Ja, ja, also hier sind schon 4 Dozer am Rollen, das Kraftwerk ist gedreht, ganz wichtig. Ja, du hast es fast um 360 Grad gewendet, kann das sein? Ja, ja, extra für den Stream. Schöne Gradwendung hier. Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich gegenüber dir ja schon mal in die Basis gucken kann. Meine Lieben, ich muss das so wertneutral, ich will ja einfach den HD hier mal nebenbei hören. Guckt euch das mal an, also hier haben wir den Gen. Ich sag jetzt nicht, welche Farbe. Ja, sag mal, ich habe extra eben Purple auch genommen, damit du besser sehen kannst auf der Karte. Weil Orange, Grün und Gelb wäre halt gar nicht gegangen. Hier haben wir den Don Bilbo. Ich zeig euch gleich, welche Generäle die haben. Wir sagen ja noch nichts. Oder war das fest schon? Warte, lass mich gucken. Toxin, Demolition und Ursa. Ja, okay, alles klar. Ihr habt schon gehört. Es war ihm bekannt. Ich habe das eben nicht mal mitgekriegt, weil ich nebenbei noch was anderes geschaut habe. Ja, du hast ganz schön was vor, ne? Also, ich behalte ihn jetzt einfach mal hier im Stream drin. Das heißt, ich werde nicht so viel berichten, sondern ich werde einfach mal ihm ausfragen, was er so vorhat. Was hast du denn so vor? Also, ich habe ja aktuell 5 Supplies. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal fett auf Kohle. Was ich vergessen habe, ist, in die Mitte zu gehen. Also, du musst es jetzt nicht beantworten, kannst es abnicken im Hintergrund. Die haben sich auf jeden Fall schon die Mitte geholt, so viel weiß ich. Da sind, ich glaube, $4000 Cash Crates. Und die haben sie sich schon geholt, das war clever von denen wahrscheinlich. Und jetzt holen sie sich die Öltürme, und zwar so schnell wie möglich. Und ich werde jetzt 2 Waffenfabriken auf jeder Seite bauen. Und dadurch, dass mein Geld jetzt reinrollt, werde ich an jeder Seite aus 2 Waffenfabriken so richtig pumpen. Weil ich glaube, dass einer der 3 Spieler nicht so ganz im Team spielen wird. Und die werden nicht so zusammenspielen als Team. Ist jetzt meine Vermutung, darauf setze ich. Deswegen werde ich die einfach überrollen in der Mitte. Das ist so mein Plan. Hm. Ich werd noch eine Kaserne dazufügen für die Raketenmänner. Als China bist du immer bei Waffenfabrik und Kaserne und baust Raketenmänner und Gatling-Tanks. Das ist eine sehr gute Kombi. Das klingt ganz schön nach einem Plan. Ja, da steckt viel Strategie dahinter hier. Ich könnte aber auch viel verraten. Ich will es aber nicht. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen es ja spannend machen. Aber kennt ihr noch das Spielchen zwischen warm und kalt? Oh, das ist gut, das Spiel. Das ist gut, ne? Ja, das ist richtig, richtig geil, das Spiel. So, da holt er sich doch schon den Turm. Ja, da kommt schon die Patriot. Na komm, mach den Ranger tot. Das wäre jetzt katastrophal geworden, hätte er diesen Turm gekriegt da rechts. Da holt er sich auch schon oben den Turm. Mhm. Ja, die wiegen sich jetzt sicher, weil sie zu dritt sind. Na, natürlich. Würde ich auch tun, wäre ich jetzt an deren Stelle. Weil 3 ist immer noch mehr als einer. Kannst du jetzt rechts sehen, da setzt auf die Patriots von den USA. Die sind sehr schwach. Das sind so die schwächsten Türme, die es gibt. Und die denken jetzt, dass sie mich da haben. Aber ich werde die da jetzt einfach vollkommen überrollen rechts. Und dann hole ich mir die Öltürme direkt. So, eine Patriot ist schon mal weg. Dozer geht jetzt auch. Uns ist auch schon dick die Armee unterwegs, hatte nur einen einzigen Tunnel. Guckt euch das an. Und sie schuften. Und sie schuften hart. Was hast du denn da oben links vor, sag mal? Ich sammle Truppen, weil ich ein bisschen Angst vor diesen Türmchen habe. Aber es ist, glaube ich, nur ein Raketenwerfer drin. Die machen halt übelst viel Schaden. Der ist halt Toxin. Und Toxin hat stärkere Raketenwerfer. Ja, ich verstehe so oder so nicht, warum
die Gebäude so selten benutzt werden, gerade die Türme. Naja, die sind so auf die Öltürme konzentriert. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe jetzt Drachenpanzer, die müssen die Türmchen da rausholen. Weil die Raketenwerfer von dem Toxen, die sind halt übel. Die tun richtig böse. Ich habe jetzt 12.000. Schwimmen hier ordentlich im Geld. 5 Minuten habe ich noch. Jetzt tue ich sie mal ein bisschen erschrecken mit 2 Atomwaffen. Wo? Baue ich gerade oben in der Base. So, und gleich haben sie ein Problem, weil gleich haben sie keine Öltürme mehr. Ja, bist ja gemein zu dem Gen, wa? Immer. Ohne Öltürme sind die aufgeschmissen. Dem wird nämlich gleich das Geld ausgehen. Moin, Darko, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank für dein Resub. 9. Monat. Uiuiui. Und 10 Monate in Folge hier sind. Wir kriegen das nächste Cutterkind. So. Wir wollen einen Namen haben. Oha. Willst du denen nicht mal eine kleine Chance geben? Ja, noch haben sie eine Chance. Also noch ist es relativ ausgeglichen, weil sie jetzt noch die Öltürme haben. Aber wie sie die Kontrolle über die Öltürme verlieren, werden sie ein Problem bekommen. Zwei Öltürme haben sie schon mal jetzt verloren. So, ich denke mal, du musst es jetzt auch nicht beantworten. Die werden versuchen, jetzt in der Mitte durchzukommen, nach Ablauf der 10 Minuten. Deswegen muss ich mich jetzt direkt gleich umswitchen auf die Mitte. Die werden da gleich versuchen, durchzurollen. Wollen wir ihn das beantworten? Nee, ne? Nein, das machen, nee, wir, nee. Das machen wir nicht. Soll ja spannend für mich bleiben. Die werden jetzt aber erstmal Panik kriegen, weil ich habe 2 Atomwaffen. Das wird die erstmal ein bisschen in Panik versetzen. Und das wird die jetzt vollkommen auf die Atomwaffen setzen, von der Konzentration her. Atomwaffen sind völligst für die Katze, weil die Raketen, die machen nicht so viel, die Atomraketen. Eigentlich sollten sie die Nuklearwaffen jetzt völlig ignorieren, meine beiden. Und lieber auf Panzerspam gehen. Ach, das ist ja ein Colonel Burton! Das ist ja dreist. So, jetzt muss ich 180-Grad-Wendung machen. Ich muss jetzt meine ganze Base mit Gatlings verminen, weil der einen Burton hat. Wo ist der? Wo hast du den denn gesehen? Der ist unten. Warte, ich mach dir ein Signal. Da ist der Burton. Oh ja, ich sehe ihn. So, und bei dem muss ich jetzt aufpassen. Wenn ich da nicht vorsichtig bin. Ja, den hast du gerade erledigt. Das ist auch gut so. Der hätte mir jetzt die ganze Base zerlegen können. So, 2 Öltürme haben sie noch. Ich schwimme jetzt in Geld. So ziemlich. Ist eben mein Strom ausgegangen. Ups. Oh, jetzt haben sie erstmal. Jetzt können sie erstmal aufatmen. Deine Atomwaffen haben kein CD aktuell. Das kann man mal die Kraftwerke nicht drehen, mein Lieber. Ja, ja. Guck mal, da oben nimmt der HD. Jetzt hier das Rap-Gebäude ein und die Artillerie. Oben hat er alles safe. Oh, jetzt wird's aber ungemütlich für dich, wa? Ja, das ist jetzt ein Problem. Gut für mich ist, dass ich die Generalsbeförderung habe, nämlich einen Bomber. Ich darf die jetzt aber nicht einfach stumpf darunter setzen. Ich muss den irgendwie ablenken. Ich muss den so ablenken, dass er den Bomber nicht kommen sieht. So, ich habe jetzt auch die ganzen Upgrades von den Superwaffen. Das heißt, die Overlords kommen jetzt raus. Oh, auf die haben wir gewartet. Die werden sich jetzt in der Mitte sammeln. Man kann jetzt am Geld sehen, das kannst du am besten sehen als Streamer. Das Geld neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich bin aktuell bei 7.000.
oder 4000. Ich muss jetzt auf Hacker umswitchen, aber ich habe die Öltürme. Das heißt, die Öltürme werden mich noch ein bisschen hochhalten, die vier oben links. Die sollten auf jeden Fall auf meine Öltürme gehen, wenn sie schlau sind. Weil ich habe keinen einzigen Hacker. Ah, das wenn kann schnell zu Ressourcenproblemen führen. Wenn ich ohne Hacker bin, dann sehe ich alt aus. Also dann habe ich direkt verloren, dann kann ich eigentlich schon aufgeben. Ich muss jetzt ganz dringend ganz viele Baracken und Hacker bauen. Weil ich pumpe jetzt quasi noch ganz viel Einheiten. Aber mir geht die Kohle jetzt aus. So, jetzt habe ich eine perfekte Position. Jetzt mache ich den Bomber. Ich halte den jetzt hier rechts mit meinen Truppen. Und mein Bomber wird den jetzt richtig zerlegen da. Da kann er nichts mehr machen hier. Volltreffer. Das ist nämlich die Klippe. Auf der Klippe kannst du so viel X drücken, wie du willst. Du kannst nichts machen auf der Klippe. Mitte fällt jetzt auch bei denen. Da sehe ich Kampfbusse. Da muss ich aufpassen. Die Kampfbusse können mir meine ganze Base zerstören. Weil die so flink sind. Ich muss Overlords in meiner Base platzieren. So, die bauen jetzt selbst Partikelkanonen. Das ist wegen den Atomwaffen. Die haben meine Atomwaffen gesehen und gehen deswegen auf Superwaffen. Die richtige Alternative wäre gewesen, Superwaffen ignorieren. So, zwei Öltürme unten vom Gelben, die sind Priorität Nummer 1 jetzt. Der Gelbe kriegt zu viel Geld aktuell. Links oben können wir sehen, der Pinke, der macht's richtig, der holt meine Öltürme raus. Das hat er gut gemacht. Na, wie ist das jetzt nicht so ganz die Lösung, was er da macht unten? Weil ich habe halt Overlords. Und die Teammates sollten sich jetzt auf unten konzentrieren. Weil ich breche jetzt unten durch. Und die sollten jetzt ganz... Gerade der Pinke, ich sehe jetzt gerade die ganze Map, mein Upgrade ist aktiviert. Der Pinke hat sehr, 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 sehr viele Einheiten. Der muss jetzt auf Team setzen. Ich glaube, der Jen ist es. Mhm. Ihr merkt schon, ich bin ruhig, ne? Ich lass ihn mal reden. Also ich sehe ja, was der... Und der Jen kriegt jetzt ein Problem, weil... Atomraketen. Na, ist er klug? Reagiert er? Ne, verliert er seine ganzen Panzer. Das tut weh. So, tatsächlich in dem ganzen Spiel ist der Jen der gefährlichste, weil der am meisten Einheiten hat und auch wahrscheinlich Generalsbeförderungen. Und der kann einen Tunnel irgendwann platzieren mit Rang 5. Und da brauche ich Helix, um das abzuwehren. Ansonsten kriege ich ein dickes, fettes Problem. So, unten rechts bin ich am Pennen. Muss ich jetzt reagieren. Der Gelbe hat immer noch seine Öltürme. Ich könnte die jetzt erobern, sollte ich auch machen. Ich habe aus irgendeinem Grund einen Hacker da unten stehen. Ja, da kommt er jetzt rein. Das ist gefährlich. Hier rechts der Grüne. Der zwingt mich jetzt dazu, meine Nuklearrakete zu verwenden oder meinen Bomber. Ich verwende meinen Bomber. Aber das ist jetzt gefährlich hier. Da brauche ich jetzt eigentlich einen Mix. Ich habe halt kein Geld, weil ich die Hacker nicht genommen habe. So, einen Bus habe ich erwischt. So, und ich muss jetzt leider eine Nuklearrakete verschwenden. Und er weicht auch gut aus, aber ich erwische ihn noch. Aber da habe ich jetzt leider zu gezwungen. Irgendwann stürzt gerade ab. Nein. Der Jen. Wieder der Jen. Oh, er ist wieder da. Ah, ist wieder da. Ich hoffe, es fängt sich. Ja, ich hoffe auch. So, also aktuelle Lage. Ich würde sagen, das Team links unten ist aktuell am Gewinnen.
weil ich aktuell keine Helixe habe. Vom Einkommen her sind die stärker. Die haben ganz viel Schwarzmärkte. Also der Jen, der hat ja einiges an Schwarzmärkten gebaut. Der Grüne, der Don Bilbo, der hat auch mega viele Schwarzmärkte gebaut. Die Achillesferse bei denen ist tatsächlich der Gelbe. Amerikaner ist immer am schlechtesten. Weil die halt die langsamen Gebäude haben. So, da siehst du schon, der geht auf meinen Strom, der hat Angst vor den Atomraketen. Also ich muss mich jetzt eigentlich konzentrieren auf den Amerikaner. Oh, das tat weh. Ja, richtig. Eieiei. Zeigen ihn gerade richtig, wer die Hosen anhat. Mal sehen, kriegst du das noch hin? Schwierig, also aktuell, die GLAs, die haben halt massig viel Kohle. Ich könnte jetzt meine ganze Kraft bündeln, unten durchgehen beim Amerikaner. Damit würde ich die ziemlich nass erwischen da unten. Aber meine Base ist dann nackt. Ich muss es aber riskieren. Ich muss unten angreifen. Weil das ist die Achillesferse da unten rechts. Ich wollte gerade sagen, wie ist dein Plan? Ich greife jetzt unten rechts an. In der Zwischenzeit, ich muss jetzt pokern. Mein Einkommen ist null. Ich habe genau 10 Hacker. Ich bin pleite. Also wenn die jetzt reinrollen, bin ich tot. Das haben die halt schlau gemacht. Die sind auf die Hacker direkt und die Öltürme. Das haben sie sehr schlau gemacht. Ich habe halt gepokert. Ich habe darauf gesetzt, dass sie das nicht machen werden. Dass die mir schön meine Öltürme lassen. So, ich behalte ein Helix in dem Hintergrund mit einem Bunker. Das wird mir helfen gegen die Busse. Ja, hat ganz viele Raketenbuggies, das tut weh. Ich tue den jetzt so ein bisschen anlocken mit meinem Bomber. Wieder auf die Rampe, mal gucken, ob er auf einfällt. Da kommt der Bomber, ich glaube, er fällt nicht drauf rein. Schade eigentlich. Ja, ein bisschen hast du was mitgenommen. Ja, mir fehlt jetzt halt der ECM. Ich habe keinen ECM, ich habe keine Waffenfabriken, keine Kasernen. Haben wir es machen bis Alleingang, das war ein kleiner Fehler von ihm. Die Busse tun mir jetzt weh. Auf die Busse muss ich gehen. So, jetzt kann ich durch, jetzt ist kein Problem mehr. So, und jetzt muss der Jen reagieren. Er muss jetzt oben angreifen, der Jen. Die dürfen mich jetzt hier unten, die sollten mich einfach machen lassen unten. Die müssen jetzt meinen Angriff unten ignorieren. Der Gelbe muss mich jetzt da unten ein bisschen hinhalten. Und Jen und Don Bilbo müssen jetzt gebündelt oben mir reinrennen. Ich habe nichts oben. Absolut niente. Du hast gerade eine Arti losgeschossen. Wohin damit? Auf die zwei Öltürme unten. Das war mal längst überfällig. Ich habe dem viel zu viel Geld da unten geben lassen. Skat-Sturm tut mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Meine Base ist komplett ausgebreitet. Das ist meine Abwehr gegen Superwaffen. Die können mir immer nur ein, zwei Gebäude zerstören und das war's dann auch mit den Superwaffen. Also keine große Gefahr. So, jetzt ist die Frage. Gehen Jen und Don Bilbo mir in die Base oder werden sie unten auf mein Spiel reinfallen und verteidigen? Die Busse hätten mich jetzt oben getötet. Er macht mir gute Overlords weg. Aber mit den drei Bussen meine ganze Base wäre jetzt oben weg gewesen. So, jetzt rolle ich rein. Ich habe halt nicht viel. Ich kann nicht viel Schaden ausrichten. Ich habe auch kein Geld. Während hingegen die GLAs wahrscheinlich mit Geld schwimmen. Immer auf die Busse gehen als erstes. So, jetzt versuche ich mal reinzufahren, bisschen auf Zeit zu setzen. Ich habe mir gerade nochmal 2000 gestohlen von dem Gelben. Ne, oh, mit dem Partikel. Eiskalt draufgesetzt. Ja, aber eigentlich ist es jetzt schon gelaufen. Aber schwierig, oder? Das war jetzt wirklich schwierig. Ja, die haben dir instant deine Hacker rausgenommen. Ja, haben sie gut gemacht und die Öltürme direkt. Ich habe gepokert und verloren. Ich wollte gerade sagen.
wenn du jedes Mal so pokerst und so, so spielst, dann würde ich nicht. Dann würde ich gerne mit dir pokern gegen dich. Dankeschön. Sie haben halt auch direkt die Waffenfabriken rausgeholt und die Propagandazentrale. Ja. Das war klug. Weil ich hätte jetzt schön Hacker bauen können in der Zwischenzeit. Aber ich habe halt nichts. Ich habe jetzt meine paar Helixe hier. Aber die bringen halt nichts. Ja. Ja, gucken. Ich spiele noch ein bisschen. Mal gucken, was sie machen. Ja, noch greifen. Noch greifen die euch. Greifen die dich ja nicht an, ja? Also die sind noch relativ passiv unterwegs. Ja. Die agieren immer nur, wenn du kommst. Ich behalte die Superwaffe jetzt mal im Standby. Die sollen ruhig wissen, da ich eine Superwaffe bereit habe, wenn sie angreifen wollen. Dann hast du das soll sie auch so, genau, das soll sie ruhig so ein bisschen hinhalten, weil in der Base von denen kann ich nichts machen. So, greifen sie meine Superwaffe an? Nee, mein Strom. Wenn sie auf den Strom gehen, weißt du, sie haben Angst vor den Superwaffen. Ich bin gleich wieder da, warte mal. So, ihr hört... Ich lasse HD bewusst mal ein bisschen reden. Ich habe mich jetzt gerade mal gemutet, um einfach mal über die Schulter zu schauen. Und ja, sie haben richtig Respekt vor ihm. Das sieht man daran, dass sie jetzt ihre Defensive aufbauen und sich zurückhalten. Guck dir das mal an. Die halten sich richtig, richtig zurück. Komplett. Selbst die Mitte nehmen sie nicht ein. Auch oben und rechts die Seiten nicht. Sie haben sich nicht mal getraut, vorne anzugreifen. Gar nichts. So, wir gehen mal wieder zurück. So, hi, ich bin wieder da. Hi. So, jetzt bin ich halt am Überlegen. Setze ich die Superwaffen ein? Ich kann halt nichts machen. Ich kann keinen Schaden bei denen ausrichten. So, jetzt kommt er da links. Er will die Rampe dann hochfahren. Ich setze den Bomber hier hin. Und ich poker jetzt auch wieder, dass der da die Rampe jetzt gleich hochfahren wird. Mal gucken, ob er es tut. Ne, der Bomber geht daneben. Schade. So, was ich jetzt mache, ist, sie sehen, dass ich auf Helixe gehe. Sie werden jetzt auf Luftwaffe gehen. Also gegen Luftwaffe. Und ich werde jetzt im Hintergrund wieder Waffenfabriken bauen. Ah, holen Sie schön die Hacker von mir. Bin pleite. So, jetzt muss ich irgendwas machen. Ich bin in Zugzwang. Ich mache jetzt mal... Ich tue den Gelben jetzt mal ein bisschen ärgern. Das ist der Einzige, den ich ärgern kann. Bei GLA kann ich überhaupt nichts ausrichten. Oh. So, jetzt nochmal ein bisschen für Panik sorgen beim Gelben. Mit den Helixen. Felix hat überlebt, das ist gut. Vielleicht kann ich ja wenigstens noch einen Spieler rausnehmen. Jo, also meine Base ist weg, da kann ich nichts mehr machen. Da haben sie mich jetzt. Boah, mit dem Partikel geht er auf den Helix. Das ist ja lustig. Einen hat er noch erwischt. Oder das waren die Rockets? Ja, das war der Propaganda-Helix. Der hat mich hochgeheilt, das war gut von ihm. Das Income könnt ihr hier sehen. Zumindest das, was sie gerade auf dem Konto haben. Das, was die Minute reingeht, das kann ich euch leider nicht einblenden. So, jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich eigentlich die G schon schreiben. Weil ich hab nichts mehr. Was war denn los mit dir? Klemm mal auf. Ja, keine Ahnung. Zu viel gepokert. Ich wollte auf Öltürme setzen. Und die Öltürme haben sie mir ausgesetzt. Weil ich setze immer darauf, dass die Spieler die Öltürme vergessen. Das war ja mal haarscharf hier. Aber 24 Minuten gegen drei Spieler.
da jetzt nochmal einen Schleichangriff finden, aber das ist das GG. Sie sind besiegt. Aber schön gespielt von den dreien. Also dazu musst du... Das, ich bin mal gespannt, was die sagen. Hi. Hi. Da, die Niederlage ist besiegelt. Der Sieg für euch. Habt ihr schön gemacht. Also ihr seid auf meine Öltürme gegangen. Direkt von Anfang an. Hat mir direkt von Anfang an meine Hacker rausgeholt. Die Waffenfabriken, Propagandazentrale. Da habe ich halt nicht mit gerechnet. Das war dann der Untergang. Ja, du hast direkt... wie viele hast du? 4 Waffenfabriken auf, sofort und so? Ich hatte 2 Waffenfabriken und eine Kaserne auf jeweils einer Seite, ja. Also 4 Waffenfabriken, 2 Kasernen. Und ich habe halt da... Auf jeden Fall habe ich gemerkt, du gehst gerne auf Rocket Launcher. Ja, das ist so, als China gehst du auf Rocket Launcher und Gatling Panzer. Und irgendwann holst du die Overlords dann dazu mit ECMs. Ah, alles klar. Aber dadurch, dass ihr halt die Öltürme sofort am Anfang zerstört habt, ist mir wegen den teuren Overlords das Geld ausgegangen. Da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe mit diversen... Ich glaube, du hast 2 Bombenteppiche, da hast du einmal fast die ganze Armee platt gemacht, bis auf ein paar Einheiten, wo ich da hochkam. Und ich glaube, dann nochmal die halbe irgendwo. Na, das eine Mal habe ich verfehlt, da habe ich damit gerechnet, dass der Jen mit seinen... Nee, das warst du mit den Raketenbuggies links oben. Ich habe darauf gepokert, dass du da hochgehst. Nein, ich war gelb. Ah, ich war unten, okay. WA. Ja. Da hast du mich übel erwischt, 2-mal. Ja, am Ende noch mit den Helixen. Aber es ist gut, dass deine Verbündeten dich da verteidigt haben. Du, den Spruch vom Deacon finde ich am besten, wenn man seine Gegner unterschätzt. Ja, so ist es auch. Hat Deacon schön zusammengefasst. Einfach mal rausgehauen, wenn man seine Gegner unterschätzt. Nein, das war auch mal für mich eine Erfahrung, jetzt mal die Klappe zu halten und einfach mal den Spieler direkt über die Schulter zu gucken und einfach mal, ja, lass ihn mal, mal etwas sagen, was er macht. Ist manchmal oft, gerade für diejenigen, die noch so im Anfängermodus unterwegs sind, vielleicht sehr, sehr hilfreich, vielleicht ein paar Taktiken kennenzulernen und so. Ich finde das eine ganz nette Sache. Das ist gut gemacht.